Herr Dr. Stoiber, wunderschön, dass Sie für uns ins Webcam-Mikrofon sprechen. Wir hatten schon viele tolle Leute. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, jetzt Ihnen nochmal gegenüber sitzen zu dürfen. Die Bayern und die Hessen, das war ja für beide nicht so ein schönes Jahr. Wir haben die Chance bekommen, einen zweiten Anlauf zu nehmen. Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen, wie Sie das aus der Ferne beobachtet haben, was abgegangen ist. Naja, also im letzten Jahr war, wie Sie schon sagen, für die CDU in Hessen, wie auch für die CSU in Bayern, das keine Glanzjahre. Und wenn ich an den Januar des letzten Jahres zurückdenke, die Enttäuschung vor allen Dingen für Roland Koch und für die CDU hier, der ja doch eine gute Arbeit geleistet hat, aber es war eine außerordentliche Emotionalisierung auch zu einem großen Teil gegen ihn. Und dass jetzt erneut die zweite Chance gegeben wird von den Wählerinnen und Wählern, noch einmal oder erneut als gewählter Ministerpräsident an das Land für die nächsten 5 Jahre regieren zu können. Das ist natürlich schon großartig für Hessen insgesamt, denn wir leben ja nun in einer außerordentlich schwierigen Zeit. Vor einem Jahr konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass es eine solche weltweite Rezession geben würde. Und gerade in einer solchen schwierigen Zeit ist es ja nun für Hessen eine große Chance, auch einen Ministerpräsidenten zu behalten, der nun das Land nach oben gebracht hat und der ja nun anerkanntermaßen eine hohe Kompetenz in der Wirtschafts- und Steuerpolitik hat. Und das wird jetzt gerade sowohl in Hessen als auch in Deutschland benötigt. Und deswegen bin ich auch hier, um noch ein paar Worte für Roland Koch zu sagen, sicherlich einer unserer Besten in Deutschland. Die SPD klebt hier in ganz Hessen. Die Frage, wirklich wieder Koch, wie würden Sie die denn beantworten? Ja, selbstverständlich. Ich meine, diese Frage ist ja schon anachronistisch, denn die Zeiten haben sich ja insgesamt auch geändert. Und in diesen schwierigen Zeiten braucht man ja Politiker, die Kompetenz haben und die nicht irgendwelche Experimente eingehen wollen. Man muss sich mal vorstellen, ein Land wie Hessen, das ja auch ein sehr stark industriell geprägtes Land mit Maschinenbau, mit Pharmaindustrie, mit Automobilindustrie ist, ein solches Land braucht natürlich eine gesicherte Energieversorgung. Und letztendlich eine Regierung, die sowohl aus der Atomenergie als auch aus der Kohle absteigen will und alles nur noch über regenerative Energie machen will, würde ja letzten Endes ein solches Industrieland austrocknen. Und ich glaube, dass das in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viele sehen. Nur vielleicht konnte man, hat der eine oder andere geglaubt, im Januar 2008, man kann sich mal diesen Spaß erlauben. Nur der Spaß ist vorbei. Heute geht es wirklich eine der ganz großen Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in Hessen zu bewältigen. Und da kann man nur sagen, wer will Roland Koch hier in der Kompetenz das Wasser reichen? Vielen Dank.